Sawadee ka! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute ist wieder Mund schmeckt. Augen schmeckt. Mhm. Und heute ist es schon wieder zu 100%, Mami, gell? Wir machen Tofu. Spicy. Tofu spicy. Mund schmeckt, Augen schmeckt. Ja. Und viele sagen vielleicht Tofu. Tofu ist langweilig, Tofu ist öde. Mhm. Aber ihr werdet heute sehen, wir machen Tofu spicy. Tofu wird aufregend, wird sexy. Ja, probier mal einfach. Ja. Ja, wenn sie jetzt immer Tofu, wäre hübsch wie ich oder Linda. Also, vielleicht sagen manche Leute, nee, ihr seid nicht hübsch. Doch. Wir müssen immer sagen, das ist hübsch. Man muss sich immer selbst loben. Genau, goldig, oder so. Okay, goldig finde ich sehr gut. Geht mega schnell, nur wenige Zutaten und perfektes Essen für den Sommer, gell? Ja. Leicht, gesund. Mhm. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ja, es geht super, los. Super lecker. Mhm, yummy, los geht's. Dann schauen wir uns ganz schnell die Zutaten an und es sind wie gesagt nur ganz wenige Zutaten. Da ist die Hauptdarstellerin, das ist Silkentofu, Seidentofu. Das ist so mega lecker, auch in der Konsistenz, fast schon so puddingartig. Ich liebe es. Müsst ihr unbedingt probieren, wenn ihr das noch nicht probiert habt bisher, gell? Dann brauchen wir braune Zucker, Limette, helle Sojasauce und duftende, leckere Ingweröl. Da seht ihr Tomaten. Mami und ich haben leider Tomaten vergessen. Ihr könnt es gerne noch reinmachen. Dann noch Gurken, lange Peperonis und etwas Schnittlauch. Und los geht's mit den langen Peperonis. Da entkernen wir, beziehungsweise wir entfernen erstmal die Kerne. Dann schneiden wir die Peperonis in kleine Stücke. Und dann hacken wir es in kleine Mini-Stückchen. Auf Thailändisch heißt es Phoi Phoi. Und dann nehmen wir die Gurke, entfernen die Schale, halbieren die Gurke und schneiden die Gurke dann in so lange, feine Streifen oder Stifte. Und das kommt quasi als Basic, als Unterlage für unser Silk-Tofu. Guck! 400 Gramm übrigens an Seidentofu haben wir hier genommen und unser Seidentofu kommt direkt auf die Gurken. Hier schneiden wir noch Schnittlauch klein und los geht's mit dem Dressing, gell? Wir brauchen ungefähr 2 Esslöffel helle Sojasauce, 1 Esslöffel brauner Zucker und da könnt ihr ganz nach Geschmack würzen. Wenn ihr es noch ein bisschen süßer mögt, dann macht ihr einfach noch mehr Zucker rein. Dann haben wir ungefähr 2 bis 3 Esslöffel Limettensaft genommen. Auch hier schaut ihr einfach, ob ihr es noch etwas säuriger mögt oder weniger sauer. Und 1 bis 1,5 Esslöffel Ingweröl. So mega lecker. Allein der Duft ist der Hammer. Dann geben wir unser Dressing über dem Seidentofu. Boah, allein wenn ich jetzt so zuschaue, ich habe direkt den Geschmack wieder im Mund. Dann streuen wir unser klein gehackte Peperoni-Stückchen über dem gesamten Tofu. Wie das schon aussieht, gell? Und da jetzt noch überall Küsschen von dem klein geschnittenen Schnittlauch. Ihr werdet es lieben, Leute. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen, denn die Konsistenz von diesem Seidentofu, so schön kalt, fast schon so puddingartig und dann diese Dressing, so ein bisschen säuerlich, salzig, etwas scharf und aromatisch von dem Ingwer, ein Kuss an Süße ist noch mit dabei. Ich liebe diese Kombination. Es schmeckt so richtig schön erfrischend, so leicht und man hat es im Nu aufgegessen, ohne dass man es merkt. Und guck, ich füttere euch noch kurz. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Mund auf! Das sieht so wunderschön aus, gell? Schön. Allein schon die Farben, Mami. Mhm. Mit diesen klein geschnittenen Chilis und Schnittlauch auf dem weißen Tofu. Mhm. Und Leute, wir essen jetzt für euch mit, gell? Keine Sorge.
Und wir hoffen, dass ihr Hunger bekommt und das dann nachmacht. Aber erstmal genießen wir für euch. Ham, 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 ham. Mm. Mm. Mm, boah, voll lecker. Heute. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und wir hoffen, das Video hat euch gefallen, gell? Und wenn ihr mögt, schenkt uns gerne einen Daumen nach oben. Und wir freuen uns riesig, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und vor allen Dingen möchte ich, dass ihr das unbedingt einmal ausprobiert. Ja. Alle Tofu-Lovers, aber auch alle, die sagen Tofu, probiert es aus, ihr werdet euch verlieben. Und Dankeschön! Ich muss sagen, danke unserer Fan-Club. Vielen lieben Dank. Ja. Und herzlich willkommen, neuer Fan-Club. Gleichberechtigung für alle. Danke. Kopkunka, danke schön.